Hallo und herzlich willkommen hier zu The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Mittlerweile die dritte Folge leider erst, da es jetzt hier so leichte Aufnahmeprobleme gab, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal hier richtig ins Spiel. Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Steuerung ist. Eine Seefahrerin. Hallo? Ich weiß nicht, wie Jone und Jode euch berührt haben, aber diese fühlt ihren Ruf selbst jetzt. Okay. Gut, wir können hier also mit Leuten quatschen. Und was ist hier? Karotten. Können wir einfach mal mitnehmen. Keine Ahnung, wozu das dient. Wow. So. Leer. Okay, in Fässer können wir also auch gucken. Ah, noch ein Seefahrer. Hallo. Das Meer ist freundlich zu diesem gewesen. Okay, also die sagen eigentlich immer so gesehen dasselbe. Oh, was ist da? Einen Sack durchsuchen. Ingwer können wir ja nehmen, oder? Wir klauen doch hier nichts, oder? Wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind ja auf diesem Schiff gelandet. Ich erinnere mich. Ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt sind wir draußen. Alles klar. Nein, nein, nein. Ich will nicht stehen. Nein, nein. Oh Gott, ich will nicht stehen. Stehen. Alles stehen. Nein, ich will gar nichts stehen. Oh nein, ich will nichts. Oh Manu, ich habe nicht richtig gelesen. Oh, das tut mir voll leid. Ihr seid nun verrufen. 4 Kopfgeld ausgesetzt. Oh nein. Ich wollte doch gar nicht stehen. Das war ein Versehen. Oh Manu. Ich muss doch erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich muss mir jetzt mal hier kurz so... Wow, so nimmt man das Schwert. Ich erinnere mich. Das war blocken. Wie war... Das war springen. So, und mehr können wir noch gar nicht so richtig. Wow. Ja, kann ich gut, ne? Bin voll gut abgesoffen. Wow, das sieht voll gut aus, ne? Wahnsinn, aber immerhin sind wir jetzt davon gekommen, hoffentlich. Ah, schaut mal, da unten läuft eine Anzeige. Ich denke mal, bis das Rädchen da rum ist, dauert es, bis unser Kopfgeld wieder weg ist. Ach, herrje. So, ich hoffe, dass uns jetzt hier keiner angreift deswegen. Ich habe ja keine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Ich bin ja mit euch hier völlig neu am Start. Oh, es ist dunkel, es regnet, es sieht voll schön aus einfach. Voll cool. Ja, vor allem, ich laufe die ganze Zeit mit diesem riesen Schwert durch die Gegend. Kann ich das nicht irgendwie wegpacken? War denn das? Okay, jetzt sind wir wieder hier in der Dingssicht. Ah, okay, hier haben wir eine Karte. Tagebuch haben wir auch. Da können wir nach Quests gucken. Schauplätze. Okay, cool. Wissen wir jetzt auch schon mal Bescheid. Kopfgeld ausgesetzt. Unter Kopfgeld versteht man den Goldwert, den ihr begleichen müsst, um euren Namen von den kriminellen Aktivitäten reinzuwaschen, wegen denen ihr gesucht werdet. Bis euer Kopfgeld nicht zur Gänze durch einen Healer oder eine Wache beglichen. Oh Mann, so schnell kann ich gar nicht lesen. Was? Ihr könnt euer Kopfgeld loswerden, indem ihr euch der Wache stellt und es auszahlt. Oder ihr bemüht einen der Healer in den Gesetz... Ah, okay. Das Problem ist, wir haben jetzt noch überhaupt keine Kohle. Stehlen. Ihr habt fremdes Eigentum gestohlen. Solltet ihr dabei beobachtet worden sein, wurde ein Kopfgeld auf euch ausgeschrieben. Die Wachen werden eure gestohlenen Gegenstände konfiszieren, sofern ihr nicht flieht. Ihr könnt gestohlene Gegenstände bei einem Healer in den gesetzlosen bla bla bla. Okay, wir können die Sachen auch wieder loswerden. Hier ist Fisch. Hier, das können wir durchsuchen, untersuchen. Neues Buch entdeckt. Neuland, Eroberung und Anpassung. Ein sozialer Abriss von Cyrodi. Druckerei der Universität von Gwilym. 2344. Historiker beschrieben die Besiedlung Tamriels durch die Menschen oft als einen geradlinigen Prozess der militärischen Ausbreitung der Nord von Himmelsrand. Tatsächlich aber besiedelten menschliche Siedler fast jeden Teil von Tamriel, noch bevor Himmelsrand überhaupt gegründet wurde. Zu diesen sogenannten Nedig-Völkern gehören die Ur-Cyrodie oder Kyrodie, ich weiß es nicht. Die Vorfahren der Bretonen, die Ureinwohner von Hammerfall und möglicherweise die heute verschwundene menschliche Bevölkerung Morrowinds. Um genau zu sein, sind die Nord nur ein weiteres nedisches Volk, das einzige, das neue Lösung für ein friedliches Zusammenleben mit den Elfen fand, die Tamriel bereits besiedelt hatten. Gott, wie viele Seiten gibt's denn da? Oh mein Gott, das sind eine Menge Seiten.
Wo waren wir? Friedlich mit ihnen. Hä, wo waren wir denn jetzt? Ach, egal. Ne? Ihr könnt ja einfach mal Pause machen, selber lesen. Das ist mir jetzt zu viel zum Lesen. Ach, nee. Okay, hier ist noch ein Rucksack. Können wir das einfach nehmen oder klauen wir dann gleich wieder? Egal, nehmen wir einfach mal alles. Okay, wer bist du? Hallo. Das ist cool, man kann ja hier auch mit Headset mit den Leuten kommunizieren. Finde ich ganz cool. Aber dadurch, dass man halt so ein kleines Serverproblem hat im Sinne von... Oh, guck mal, ein Frosch. Hallo, Frosch. Oh, was war das denn? Hört ihr das? Ich glaube, das kommt von da. Ah, schaut mal. Ups. Das schleudert jemand mit Feuer. Das ist ja cool. Hallo. Das ist ja lustig hier. Okay, ich muss hier definitiv erstmal noch reinkommen, was hier überhaupt wie ist. Wartet. Nö. Ich bin mal gewillt zu rennen. Ich weiß nur nicht, wie man noch schneller rennt. Ich habe es total vergessen. Da hole ich die Waffe raus. So nicht. So block ich. So renne ich auch nicht schneller. Ich habe keine Ahnung, wie man schneller rennt. Das ist ja sowieso Sicht. Ach ja, genau. Ja, man drückt, Oh nein! Kommt, Duftende. Ihr wisst, dass ihr euch lieber mit mir herumschlagt, als mit einer der anderen Wachen. Ich bezahle das lieber, ganz ehrlich. Dann haben wir jetzt wenigstens unsere Ruhe und ich wollte das ja auch gar nicht stehen. Ich bin so nett. Ach nee, so. Ja, jedenfalls L3 gedrückt halten beim Laufen. Dann kann man rennen. Allerdings ist es sehr anstrengend für die Finger. Ich glaube, wenn man das hier durchzockt, hat man nach erstmal Schmerzen. So, hier könnten wir auch mit denen reden. Kann man hier den Sack nehmen? Na, dann steht man wieder. Ah, ich finde das auch immer so süß, wenn hier so Tiere mit bei sind, ne? Oder generell auch so die Charaktere. Oh, das ist voll cool. So viele Besucher und so wenig Zeit. Okay, ich will mich aber trotzdem erstmal noch ein bisschen weiter umschauen, weil ich das voll schön hier finde. Ah, schaut mal, hier kämpfen welche. Das ist ja cool. Hihi. So, aber ich würde gerne... Oh, ich vergesse immer, dass X nicht springen ist. Voll cool. Ich würde gerne mal ein bisschen... Ah, was ist das denn hier? Ein Pferdchen. Ab Pferde. Das ist ja lustig. So, Inhalt. Stehen, stehen, stehen. Okay, wir würden hier wieder alles stehen. Das will ich ja nicht. Wow. Ah, noch ein Pferdchen. Hallo, Pferd. Was macht man mit dem Pferd? Keine Ahnung. Ich habe ja hier keinen Plan. Komme ich hier irgendwo hoch? So. Wo sind wir denn? Das ist auch riesengroß, ne? Dass man sich überhaupt zurechtfindet. Vor allem jetzt ist es auch noch Nacht und dunkel. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Merkwürdig. Ich gehe mal auf den Weg zurück. Gott, hier ist ja richtig viel. So, ich renne mal wieder ein Stück. Ah, der grüne Balken ist also unsere Ausdauer. Wow. Ah, schaut mal, ein Reh. Oh, tschüss. Oh, hier ist wieder irgendwie was. Oh, eine Krabbe. Was bedeutet denn das Gelbe? Hallo? Können wir die platt machen? Oh, oh ja, die können wir platt machen. Wow. Ich sehe jetzt auch schon unseren tollen Gesundheitsbalken. Wow, was macht das denn? Wow, Hilfe. Okay, eine haben wir down. Wow. Krieg gegen der Krabbe. Way. So. Okay. Und nu? Was hat uns das jetzt gebracht? Gar nichts, oder was? Okay. Also müssen wir bei Krabben nur aufpassen, dass uns da keiner haut. Hier haben wir wieder ein Buch. Ach du Heilige. I leide nie. Was ist das? I leide nie.
Eiliden. Schriften übersetzt von Bezeichner Beredalmo. Die folgenden Inschriften wurden im Laufe vieler langer Jahre in mühsamer Arbeit abgeschrieben und übersetzt. Sie werden hier für alle Zeiten bewahrt. Auf Morlock, ja, ganz toll. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne wieder durchlesen, aber, wow, nee, ey. Ich mach doch hier keine Lesestunde draus. So, ein Smetterling. Oh, was war das denn? Eine Wassernarzisse. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. Vielleicht können wir die für irgendwas gebrauchen. Eigenschaften wissen wir nicht. So, einfach mal mitgenommen. Sie Seilen entdeckt, okay. Ich glaube, es wäre nicht so cool, wenn wir hier runterjumpen, oder? Ich würde es aber irgendwie gerne mal probieren. So Assassin's Creed-mäßig. Oh, da unten sind der Krabben. Wow! Okay, da ging es nicht so tief runter, wie ich gehofft habe. Wow, Krabbe! Ich mach dich platt! Krabbe! Hab sie platt gemacht. Oh, was war das? Kann ich da was machen? Nein. Okay, die rennen da einfach mal lang. Ist hier noch irgendwo eine Krabbe? Hallo? Hallo, Krabbe? Wow. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, von hier vom Schiff kommen wir. Sind jetzt hier lang gelatscht und sind jetzt hier. Ah, okay. Das war, statt sich mal hier umzugucken, ne? Wir rennen hier erstmal sonst wo rum. Hm. Ach, schaut mal, was ist denn das? Hallo? Ah, cool. Der Wulkelwacht-Unterschlupf. Die Schattenkünstler Wulkelwachts mögen gesetzlose sein, doch sie zählen sich weiterhin zu den stolzen Hochelfen. Sie rühmen sich damit, dass ihr Unterschlupf so geschmackvoll wie auch funktionell ist. Da bin ich ja mal gespannt. Hm. Aber ich finde auch diese Hintergrundbilder immer sehr schön. Okay. Ja, sehr geschmackvoll hier. Ich will jetzt auch hier gucken, ob man irgendwo hinterkommt. Ich bin immer so neugierig. Wir werden wirklich alles finden. Jedenfalls manchmal renne ich auch an Sachen vorbei. Ich kenne mich ja. Und jeder so, was? Nein, warum guckst du nicht richtig? Aber jeder guckt ja nach anderen Sachen. Wow. Wer bist denn du? Ah, okay, du bist auch jemand. Jetzt bin ich da reingefallen. Feuerstelle benutzen. Was kann man denn da benutzen? Wählt mit L die Speise oder das Getränk aus, welches ihr zubereiten möchtet. Drückt Viereck, um den Gegenstand herauszustellen. Denkt daran, ihr könnt Speisen bzw. Getränke nur zubereiten, wenn ihr das dazugehörige Rezept erlernt habt, sowie die benötigten Zutaten besitzt. Schön, wir erkennen keinerlei Rezepte und haben auch nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Geil. Das ist ein Träumchen. So, ist hier irgendwas drin, was wir mitnehmen können? Nein. Was ist hier? Auch nichts wirklich. Oh, was bist denn du? Hallo. Auch ganz hübsch. So, Gott sei Dank sind hier auch noch mehrere unterwegs. Ich fühle mich nicht mehr so allein. Was macht der hier? Was macht man bei dem? Ich war eins der größten Schauspieler der Sommersend-Repertoire-Truppe. Aber ich war immer pleite. Ah, okay, er ist ein Händler. Ah, okay, das heißt, wir können hier Sachen kaufen, wenn wir genug Gold dafür haben, was wir allerdings nicht haben. Wir können Sachen zurückkaufen. Ah, wir können auch Sachen verkaufen. Cool, damit können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld machen. Wir haben momentan Hammer-Eisenkolben. Okay, habe ich auch noch nicht so ganz mitgekriegt, dass wir den haben, aber auch gut. So, und ein Dietrich, das ist ja toll. So, das andere wird alles kein Geld, aber die Wasserhyazinthe. Die würde ich gleich auch mal verkaufen, weil wir momentan noch nichts damit anfangen können. Dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen Gold bekommen. So, was ist hier los? Was war da gerade mit durchsuchen? Ach da, Bücherregal. Legendäre bestiariale Kräfte von Drusus Uvicula, Aufsteher der kaiserlichen Bibliothek. In den Generationen, seitdem der Fall der akavirischen Pot. Och, Alter, nee. Wer denkt sich denn immer so eine Kacke aus? Viel Spaß beim Lesen, Leute. Ich nicht.
Ah, nee, da werde ich irre. Ich habe ja auch in den Kommentaren gelesen, manche von euch sagen auch, nee, Alter, das würde ich auch nicht hinbekommen. Da war ich eigentlich ganz glücklich, weil ich mir dachte, Gott sei Dank, ich bin nicht die Einzige, die nicht lesen kann, will, wie auch immer. Beziehungsweise sich da auch gerne mal verliest. So, oh, es gibt hier so wahnsinnig viel zu entdecken. Ich finde das voll schlimm. So, kann man klettern? Klettern wir denn dann dahin? Ja, wo wir dahin klettern, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass ihr dann auch hier beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir erfahren, wo die Reise denn hingeht. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, was wir als nächstes machen könnten, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich und ja, bis dann.